Mein heutiger Gast hat sich gegen 4000 Konkurrenten durchgesetzt. Nur 5 durften dabei sein beim großen Abenteuer Polarkreis. Eine Expedition durch Schnee und Eis, durch finnisch Lappland. Matthias Huber aus Freiburg war 3 Monate unterwegs und hat die tollsten Dinge erlebt. Vor kurzem kam er zurück. Matthias Huber ist von den Polarlichtern überwältigt und fotografiert wie im Rausch. Die Wildnis verlangt ihm alles ab. Zum Beispiel Zelten bei minus 42 Grad. Jeden Tag warteten neue Abenteuer und neue spannende Aufgaben. Das Schönste, ja, nach der Sauna ab ins Eisloch. Er lernt das Leben und Überleben in der finnischen Wildnis hautnah kennen. Und hier ist er. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Herr Huber. Hallo. Oder hey, wie der Finne sagt. Hey. Wieder richtig eingelebt hier im Deutschen, im Freiburger Alltag? Auf jeden Fall. Es war sehr interessant. 2 Tage, nachdem ich angekommen bin, hat es wieder angefangen zu schneien in Freiburg. Von dem her alles wie gehabt. Sie haben sich ein paar Souvenirs mitgebracht von Ihrem Extremtrip. Einmal ein paar abgefrorene Zehen. Richtig, ich hatte leichte Erfrierungen an meinen Fingerspitzen, aber vor allem an den Fußzehen. Der war auch richtig schwarz. Zeitlang habe ich mir überlegt, ob alles gesundheitlich in Ordnung ist. Aber mein Guide, der dabei war, hat gesagt, gar kein Thema, gar kein Problem. Deswegen habe ich ihm geglaubt und tatsächlich ist hier da alles wieder verheilt. Okay, also selbst wenn der mal richtig so ins Schwarze geht, kann der ja, noch... Ja, er war nicht durchgängig schwarz, muss man so sagen. Also er war an der Oberfläche, Nagelbett, war alles in Ordnung. Nur unten war er dann doch ziemlich dunkel. Mhm. Aber wie gesagt, alles gut. Freut mich. Und dann haben Sie da noch was. Wenn ich schon sage Souvenirs, eine Tasse und, wenn ich es richtig sehe, ein Messer, ne? Genau, die Tasse. Und das hat sie begleitet die ganze Zeit. Richtig, die Tasse ist sogenannte Kuxa. Das ist die Standardausrüstung für jeden Outdoor-Freund in Finnland. Mhm. Das Schöne ist, die wird aus einem Stück am Holz quasi am Baum abgeschnitzt, wird dann ausgehöhlt und die Finnen waschen diese Tasse nie. Genau, ich hab das den Finnen allerdings gleich getan und den ersten Schluck mit einem guten Rum begossen und erstmal desinfiziert natürlich sozusagen. Und dann weiterhin benutzt für die alltäglichen Trinkereien. Und das Messer ist auch natürlich, kann ich mir vorstellen, in der Wildnis kann man Messer immer gut brauchen. Richtig, wir haben das ganz am Anfang geschnitzt, das heißt, ich bin ganz stolz drauf, ich habe das aus eigenen Kräften beim traditionellen Schmied quasi gefertigt und dann eben den Griff entsprechend gemacht und die Hülle. Und das war mein Standardwerkzeug dann in den kommenden Monaten oder in den vergangenen Monaten. Und ich habe das wirklich nahezu täglich im Einsatz. Soweit war noch alles in Ordnung. Aber es lief natürlich nicht alles nach Plan. Wir haben da mal ein paar Bilder, wollen da mal reingucken. Das sieht zwar alles wunderschön idyllisch aus, aber man hat es ja gesehen, Ihre gefrorenen Zehen. Und dann hier, sieht aus wie eine Schlittenfahrt, einfach romantisch durch den Schnee. Aber so war es nicht. So habe ich mir das allerdings auch vorgestellt. Ich dachte auch, Schlittenfahren oder Husky-Tour ist ja eigentlich eine einfache Geschichte. Allerdings, man sieht es ja stellenweise ein bisschen, man rennt den Hunden ganz schön hinterher. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass man sich da hinstellt, sondern man muss die Schlitten ganz schön anschieben. Und es ist nicht nur für den Hund eine Heidenarbeit, sondern auch für den Menschen. Und ja, man sieht, Schnee war reichlich vorhanden. Also auch das hat die Situation natürlich nicht einfacher gemacht. Aber um es nochmal zu sagen, ich hatte das ja einfach nur so angedeutet, für diese Tour haben Sie aus 4000 Konkurrenten sozusagen den Zuschlag erhalten, haben sich da gegen andere durchgesetzt. Da haben Sie im Facebook drüber gelesen, dass da eine Ausschreibung ist, ne? Genau, und zwar war das so, dass ein Kollege von mir das gepostet hat. Allerdings kann ich nicht mehr ganz genau identifizieren, wer das tatsächlich war. Ist ja auch egal. Ja, ich hätte ihm gerne ein Bier ausgegeben oder irgendwas, vielleicht von den Craft Beers, die wir vorhin gesehen haben. Ja. Aber hat leider nicht funktioniert, nicht mehr gefunden. Aber 4000 Leute haben sich beworben, international. Und nach bestimmten Vorgesprächen und einer kleinen Qualifikation in Finnland wurde ich als deutscher Bewerber da ausgewählt und war natürlich sehr dankbar drüber. Ja. Das war sozusagen eine finnische Kennenlerntour auf die brutale Art, wenn man so will. Kann man so sagen. Man hat das Land, also nicht direkt Finnland, sondern den Norden Finnland, also finnisch Lappland, kennengelernt, wie man eigentlich nur einmal im Leben die Chance dazu hat. Das heißt, die kompletten 3 Monate haben wir da wirklich das Hardcore-Programm durchgezogen und alles gemacht, was man im Norden von Finnland erleben kann. Machen die Finnen eigentlich wirklich dauernd Sauna? Ja,
Es ist wahr. Und man soll sich glauben, an welchen Orten wir Sauna gemacht haben, sei es im Zelt, sei es in der Gondel, im Skigebiet. Was bitte? Ja, also unglaublich. Und es gibt auch eine Eissauna, die habe ich leider nicht gemacht. Es gibt eine Bussauna. Es würde mich nicht wundern, wenn es eine Hubschraubersauna gäbe. Ja, wäre ja kein Wunder eigentlich. Eben. Also, ich meine, da sind die Finnen, ich will mal nicht sagen, verrückt ein bisschen, aber doch schon. Kann man schon sagen, verrückt. Aber ich habe es wirklich schätzen gelernt. Ich muss sagen, in der Sauna zu sitzen, bei den kalten Temperaturen, mit ein paar Leuten da einen gemütlichen Schnack zu haben und dann dazu noch ein schönes Bier zu trinken oder ein Saunabier, das gehört eigentlich was dazu. Und das war richtig toll. Also könnte ich mich dran gewöhnen. Haben Sie auch ein bisschen Finnisch gelernt? Viel zu wenig leider. Die Finnen, das wissen viele gar nicht, sind wahnsinnig sprachbegabt. Das heißt, das TV-Programm bei denen ist zum Beispiel größtenteils auf Englisch und die lernen bis zu 3 Fremdsprachen. Und so habe ich leider wenige Worte aufgeschnappt, aber ein paar Dinge konnte ich während der Zeit eben doch aufschnappen. Also ein bisschen was wenigstens, um durchzukommen. Leider zu wenig. Wir wollen uns mal noch ein paar Bilder angucken von den Herausforderungen, die da auch noch auf Sie gelauert haben, auf Sie persönlich dann zum Teil auch. Erstmal wunderschöne Landschaften natürlich, Polarlichter haben wir gesehen und dann aber auch sowas, ne? So bizarre Schneeskulpturen im Naturpark. Genau, das ist der Riesitundri-Nationalpark. Für Sie als Fotograf muss das ein Paradies gewesen sein. Ne? Wie man sehen kann, ist es traumhaft. Die ganzen schneebedeckten Bäume sehen aus wie Urzeit-Dinos oder irgendwelche Skulpturen und es ist absolut still dort, wenn nicht gerade jemand sägt. Das heißt, man hört wirklich nichts, außer manchmal das Knirschen von den Bäumen unter der Last des Schnees, aber ansonsten ist absolut nichts zu hören. Und dann machen Sie sowas hier an der Eiswand, obwohl Sie eigentlich Höhenangst haben. Ja, das war das, was mich im Vorfeld am wenigsten begeistert hat, das Eisklettern. Hört sich natürlich erstmal super gut an und auch spannend, aber leider war es für mich eine große Herausforderung und wie es dann halt so ist mit den Herausforderungen, darauf ist man dann am meisten stolz und es hat natürlich riesig Spaß gemacht. Ich war auch der Erste, der gesagt hat, okay, ich lass mich jetzt abseilen und dann sind wir eben die 50 Meter quasi erstmal hochgelaufen, also 50 Meter natürlich die Steigung und dann habe ich direkt abgeseilt und nachdem ich das erste Mal gemacht habe, war es eigentlich auch gut und das nach oben klettern ist gar nicht das Schlimme, das war dann auch wirklich sehr spaßig, aber das Abseilen das eben runterkommen immer. Runterkommen wieder, ja. Das ist ja, aber es heißt ja immer, runterkommen Sie irgendwie alle. Das habe ich mir auch gesagt. Und Sie sind auch wieder sicher gelandet, wie ich sehe. Ja, also Sie haben, glaube ich, wirklich ein tolles Abenteuer erlebt, das Sie eine Weile lang in sich tragen, im Herzen wahrscheinlich für immer. Es hat mich gefreut, dass Sie da waren, dass Sie uns da so viel drüber erzählt haben, auch so lebendig. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Und ja, bis zum nächsten Mal dann bei einer dieser Touren. Gerne wieder. Wo auch immer Sie das hinführt. Danke für den Besuch.